Hi und willkommen zurück bei Minecraft Toy Story 2, genau gesagt. Wir sind hier auf dem Weg zur Schwester oder so, irgendwie Schwester des Schafes. Müssen wir finden. Ich bin hier in so einem scheiß Spinnenlabyrinth. Wow, und komme jetzt zu der Kiste rüber da. Und da drin ist nichts. Du warst schon hier, ne? Okay. Nein. Was? Nein. Ist ja wohl nicht eine Rede. War noch dort hinten. Wieso ist denn die leer? Na toll, Sackgasse. Muss irgendwo anders durchgehen. Du kannst einfach durch die Spinnennetze durchsprinten. Was? Geht nicht so. Einfach durch die Spinnennetze durchrennen. Nee. Ja, wieso nicht? Weil das extrem lange dauert. Nein, wenn du sprintest nicht. Okay. Brauchst länger, um einen Weg rauszufinden, als durch die Dinge zu sprinten. Vielleicht konnte man das auch noch nicht, als sie gebaut wurde, aber ich glaube, die ist gar nicht so alt, die Map. Nein, ist sie auch nicht. Ah, da drüben bist du. Hast du die Kiste, hast du in die Kiste geschaut hier? Ja. War nichts drin. Also was war drin? Doch, Punkte. Ah, okay. Ich komme! Langsam. Pizza Planet. Aber das ist das Schwein. Nicht wie ein Schwesterschaf oder so. Checkpoint. Oh, Elevator. Nein, das wollte ich nicht. Wieso hast du dich jetzt teleportiert? Was denn? War es kein Checkpoint? Elevator benutzt hab. Es doch, war, bei dir. Da. Oh Boss, please help me. I ate Pizza Planet's tokens and now I'm sick. Please remove it from my stomach. If you have completed all quests in kitchen and found as many points as you can, the basement is open for you. You can use elevator or ladder to go down. Und, was willst du tun? Was willst du tun? Da drüben hat es auch noch Kisten. Ja, es hat überall Kisten und Punkte. Da in diesen Schrank da drüben muss ich irgendwie noch kommen. Da hat's auch noch drei Golding. Der da mit dem Holzteil, der offen steht. Der da drüben. Ja. Wieso kommst du da nicht rein? Ja, wenn du von der Tür rüberspringst, dann habe ich. Also ich habe da irgendwie nicht getroffen. Ich sprang aus Versehen eins weit nach unten. Schade. Ja. Und da kann man auch noch in den Schrank rein, oder? Und wo bist du jetzt? Ah, dort. Versuch da gerade rauszukommen. Nicht getroffen. Komm, ich versuch's nochmal da drüben. Irgendwie kommt man vielleicht doch rein. So, jetzt da. Runter. Wow, und jetzt ist die Frage, wie kommt man da rüber? Du wusstest das da unten. Da. Ja, hast du es gesehen? Ja, dann spring von dort, wo du jetzt bist. Ja, nee, man kommt da nicht durch. Oh. Das ist sicher, dass ich habe eine Ahnung, wenn man da... Ja, drei so goldene Punkte. Man sieht sie, wenn man auf der Tür steht. Wo bist du? Ah. Da oben. Hat sonst noch irgendwo irgendwas? So, jetzt geh mal auf die Tür und du brennst. Siehst du's? Ah. Ja. Jetzt, wie kommst du da hin? So? Ja, hatte ich auch schon gedacht. Und jetzt hoch.
Also ich habe da keine Leiter gesehen. Ah, oh, vielleicht von der anderen Schublade aus da. Siehst du sie? Von der linken Schublade aus rüberspringen vielleicht. Hey, nicht das Feuer aus. Ich hab's nicht gesehen. Nee, nee. Nein, nein, jetzt bist du wieder zu weit. Von der anderen Schublade. Aha. Genau, und jetzt. Nein, eins hoch. Und jetzt von da. Wissen, wenn ich da reingehe. Nee, da kommst du nicht mehr raus. Das ist die Sackgasse, wo ich schon mal. Komm ich auch nicht rein. Oh, okay. Jetzt gehst du ganz zum Rand und dann lässt du dich da reinfallen. Vielleicht geht das, wenn du ganz. Schafft man nicht. Wenn du ganz rüber drückst, nicht? Nein, dass man das nicht schafft. Okay. Aber wie kommt man denn sonst da rein? Irgendwie muss man ja reinkommen. Ja, da komm mal runter, Peter. Warte mal, das nimmt mich jetzt immer noch Wunder. Ja, mich nimmt schon die ganze Zeit Wunder, wie man da hinkommt. Was machst du? Schau nur. Es ist gar nicht machbar. Es muss machbar sein. Ja, geh nochmal von da. Aber ich bin hier drin, da gibt keinen Leiter, keinen Weg, wie man ja, sonst hier. Ja, das heißt, man muss von außen reinspringen. Wobei, von hier sollte man das schaffen. Wenn man so da... Nein. Naja. Ja, gehen wir weiter. Ja, denke auch. Dann war es das mit der Küche. Oder was stand da jetzt noch? Was stand da im Buch? Eigentlich? Ja, dass man jetzt zur Basement kann. Wohin? Zur Basement. Was ist das? Keine Ahnung. Für was braucht man jetzt die Schneebälle? Weiß nicht. Ich glaube, das war einfach so ein Gag. Wirkada. Hier hoch, denke ich. Aber dann werfe ich mal die Sachen hier raus. Ah, da hinten vielleicht. Da stand doch zuerst in die Küche oder so. Oder was steht da? Basement vielleicht. Da, complete quest in kitchen first. Da geht's. Ja, da geht's runter. Da steht auf dem Schild, man muss zuerst die Küche erledigen, bevor man hier runter geht. Okay, hier geht's runter. Immer zuerst hinter die Tür schauen. Ja, Chef. Und, ist da was? Ja, Punkte. Okay. Ah, wieder Riesentreppen. Da ist was ausgelaufen. Oh, ich glaube, das ist Lava, nicht? Aber einfach grün statt rot. Sag mal, ist da irgendwo noch ein Punkt unter der Treppe vielleicht? Habe ich jetzt gar nicht geschaut. Hast du unter die Treppen geschaut? Nö. Ja. So ein Schwachsinn. Hab dich doch gesehen, wie du runtergesprungen bist. Nö. Was machen diese Kühe hier unten? Was ist denn das? Neue Quests. So, im ersten Buch. Scared Rex, also ängstlicher Rex. Oh, und sorry, dass ich nicht nach unten gekommen bin. Dieser Platz ist zu unheimlich für mich. Viel Glück. Und im anderen steht, hey Boss, du bist jetzt im Keller. Es ist der unheimlichste Ort dieses Hauses. Da sind ganz viele Quests, die for really brave to toy like you, die du spielen kannst. First you need to find a way to the platform. Zuerst musst du einen Weg zur Plattform finden. Where is hidden chest with Pizza Planet? Wo eine Truhe mit Pizza Planet da ist, mit deinem Pizza Planet. Bist du in die Lava reingefallen? Nein. Nö. Wieso brennst du dann? Ist noch geil, wenn die Lava grün ist. Ja.
sieht dann viel weniger unheimlich aus. Wieso setzt du Fackeln? Regnet, was hat man die? Es ist so dunkel. Ba, 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 ba. Da geht's hoch. Ah, da oben ist was. Ich glaube, hier sollten eben auch noch Monster an sein. Weil hier spawnen sollten. Spawnen. Ja, dann mach die Monster mal an. Ist das ein Ofen oder was ist denn das? Das könnten. Ah, das ist der Heizofen. Was ist da drin? Wow! Oh, Spawnen die Monster? Ich hasse die Viecher! Places! Ah! Hilfe! Ich will da nicht rein. Oh. Okay. Mein Beileid. Aber das grüne, also die Lava sollte ja Säure darstellen. Säure? Okay. Ja, Säure. Dann wäre es irgendwie noch cool gewesen, wenn das irgendwie vergiftet oder so. Ja, und nicht gleich verbrennt. Ah, jetzt bin ich schon wieder verbrannt. Das ist was für ein Viech. Was? Das hat einen Coin aus Kopf. Bei mir nicht. Achtung, Spinne. Und ich bin gleich tot. Wieso hat die Truhe Kreuze drauf? Da oben ist ein Skelett und Piu! Oh, zu wenig hoch. Piu! Oh, immer noch. Pui! Hä, wieso treffe ich das nicht? Ja, wie kann man denn da nach oben? Ja, ich habe das Gefühl, man muss da wieder zu den Blaze. Wenn man aber hier unten ist, kommt man nicht mehr nach oben. Ich meine, wo unten ist? Ja, hier unten. Hier. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Oh oh, das ist ein Creeper. Müssen wir da echt rein? Ja. Na toll. Und dann? Ach, das mit den Creepern ist ja doof. Ich meine, da macht der alles kaputt. Oder ist die? Nein. Ich glaube, das ist ausgeschaltet. Lass mal testen. Oh, zu spät. Ah, weißt du wieso sind die, haben die Skelette diese Coins? Weil der Skelettkopf ist das ein Coin. Oh, umgekehrt. Der Coin ist ein Skelettkopf. Au! Ich setze da glaube ich mal einen Spawn. Hab das Gefühl, wenn man über. Was, wenn man? Viecher. Wenn man da über diese Dinger da rennt. Das ist eine Kiste. Ah, hab ich alles rausbekommen. Nur ein Buch. Das ist ein kopfloser. You have found a stolen treasure. Now it's time to find a way up on the shelves to rescue a sheep. Ah, wir müssen immer noch das Schaf finden. Ja, ja. Wir haben sie noch immer nicht gefunden. Ah, da kann man ja hoch. Ist jetzt doch zu schwer geworden, ne? Ah!
Nein, ich glaube nicht. Wie kommt man jetzt da hoch? Verpiss dich! Nein, ich muss noch die Truhe leeren. Einfach nein. Skelette mit Buzz Lightyear Bogen. Wie komme ich diese Kisten hoch? Welche Kiste denn? Ja, da diese Kisten, die da rumstehen. Ich sehe da oben Leitern, aber wie kommt man dann bis zu den Leitern hin? So, wie es weitergeht hier im Keller, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Wow! Da oben sind Leitern. Wahrscheinlich von der Treppe aus. Welche Treppe? Die Wandtreppe. Ach so. Treppe, die dort ist. Nee, da ist eine Leiter. Haha, doof. Augen auf. Ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Thank you.